Lockern. So. Herzlich willkommen bei 5 Minuten für Wein am Limit. Heute wird es auch sicher nicht länger dauern, weil wir verkosten keinen Wein, aber wir haben was ganz anderes für euch. Wir haben endlich nach langer Vorlaufzeit, nach vielen, vielen Flaschen, nach vielen Gesprächen, nach vielen Battlings hier sozusagen, also intern, haben wir uns endlich sozusagen entschieden für unsere Protagonisten, mit denen wir jetzt an den Start gehen. Und zwar, die kommen alle aus Deutschland. Das sind alte, also nicht alte, aber ältere oder erfahrenere, Mann, wie hört sich das denn eigentlich an? Gut, dass ich heute ein Ananas-T-Shirt anhabe. Oder eben jüngere Winzer, beziehungsweise Leute mit Talent. Und das ist auch ein bisschen Germany's Got Talent. Das ist so ein bisschen der Arbeitstitel gewesen. Wir haben von verschiedenen Winzern aus unterschiedlichen Regionen Weine gesammelt, beziehungsweise zusammengestellt, gesampelt, für euch kuratiert, von denen wir denken, dass sie wirklich spannend sind. Manche von denen sind schon bekannt, vielleicht aber noch nicht ganz, ganz so bekannt wie die ganz Großen. Liegt auch häufig oder hat im direkten Zusammenhang häufig was mit der Produktionsmenge zu tun. Und wir hatten noch ein bisschen das Gefühl bei Wein am Limit, dass wir gerade im Bereich Deutschland noch viel, viel tun können. Also mit anderen Worten, wir haben ja viele Weine aus Übersee, aus Frankreich, also aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, ist auch weiterhin unsere DNA. Aber wir haben auch gesagt, wir würden gerne was für, ja, ich sag mal, sozusagen die zweite Reihe, die in die erste eigentlich gehört sozusagen oder die schon in der ersten teilweise auch ist, für die wollten wir was tun und haben gedacht, das ist so spannend. Das hat sich so viel getan. Ich selbst habe einen kleinen Artikel dazu vorbereitet, also wo ich auch so ein bisschen meine persönlichen Insights sozusagen wiedergebe, wie es für mich war, wie ich das erlebt habe, das sogenannte deutsche Weinwunder, nennen wir es ruhig mal so, denn in den 60er, 70er Jahren und bis in die 80er war es weniger ruhmreich häufig oder es gab wenig Ruhmreiches. Mittlerweile haben wir so eine Fülle auch an jungen Talenten oder eben an Talenten, nicht nur jung. Warum denkt man immer, junge Talente müssen immer jung sein? Talent hat man oder man hat es nicht. Also wir haben zum Beispiel hier Daniel Twardowski, mit dem ich schon immer mal zusammenarbeiten wollte, mit seinen legendären Spätburgundern. Das von der Mosel, unglaublich, was da möglich ist. Wir haben ausgesucht, das ist eigentlich ein Klassiker, Robert König, Assmannshäuser Höllenberg, eine der besten deutschen Lagen, also hier Pinot Noir-lastig. Wir haben aber auch hier den Georg Lingenfelder, der hier so ein bisschen experimentell geht, mit seinem ersten Jahrgang von diesen krassen Weinen, die mit, sag ich mal, mit Maischestandzeiten. Dann, wir gehen nach Franken, da gehen wir zum Christoph Ehrlich mit dem Weingut Drei Zeilen, also ein unglaublich schöner, klassischer, fränkischer Stil, trocken. Wir haben Sauvignon, wir haben natürlich noch einen Franken. Wir haben Richard Österreicher, den ich vor Jahren schon getroffen habe und endlich hat es mal geklappt. Seine Weine sind schon ziemlich bekannt und auch gesucht. Chardonnay Rosbach haben wir noch bekommen, Cabernet Sauvignon. Also mit anderen Worten auch mal Sachen oder Sorten, Rebsorten, die man in Deutschland nicht so verortet. Für uns ist es einfach jetzt mal was ganz Neues. Wir haben gedacht, es kommen noch ein paar mehr. Es sind noch Vasenhaus ist noch mit dabei. Und wen habe ich vergessen? Lukas Hammelmann. Lukas Hammelmann, genau. Aus der Pfalz. Aus der Pfalz, das ist der mit dem, ne? Und diese ganzen Winzer, das hat ja unser Team zusammengetragen und meine Wenigkeit. Und daraus haben wir was für euch kreiert, wo ich glaube, das wird richtig Spaß machen, mal ein bisschen neue Perspektive nochmal zu eröffnen. Weil ich glaube, dass Deutschland sich schon immer wieder weiterentwickelt. Neulich hatte das in einer Live-Verkostung der Rainer Schneidmann gesagt. Also man muss immer aufpassen, dass der Tellerrand nicht das ist, sozusagen, dass man absinkt immer und der Tellerrand wird immer höher. Also mit anderen Worten, man muss immer auf der Höhe des Tellerrandes bleiben. Und das wollten wir mit dieser kleinen Selektion, die jetzt für den Anfang steht, wollen wir das mal jetzt versuchen. Ich denke, ihr werdet sicherlich viel, viel Spaß im Glas haben damit. Wir hatten es auf alle Fälle beim Aussuchen in dem Sinn, unbedingt auch mal ein bisschen was dazu lesen, was wir so gemacht haben. Wir haben einen sehr schönen Beitrag von Christoph Raffelt, der ein bisschen dezidierter ist, wer richtig tief eintauchen möchte. Ansonsten kriegt ihr auch noch mal meine persönliche Weinwertung mit deutschen Weinen. Und ich bin so froh, dass wir endlich damit beginnen. In dem Sinn, mehr deutschen Spaß im Glas. Ciao!